Wir sind sehr glücklich über unseren internationalen Architekturwettbewerb, wo sich viele Architekturbüros beteiligt haben. Es war ja eine spannende Aufgabe, nämlich einerseits ein denkmalgeschütztes Opernhaus zu sanieren und auf der anderen Seite einen Neubau zu erschaffen an einer sehr exponierten, für Berlin sehr exponierten Stelle, nämlich Klinkerstraße, Ecke unter den Linden. Die Aufgabe war ja nicht nur eine architektonisch-ästhetisch spannende, sondern auch die Herausforderung, das ganze Haus funktional abzubilden, war eine große Herausforderung. Wir wollten ja ein Haus, der Erweiterungsbau sollte ja dem eigentlichen Opernhaus nicht die Show stehlen, sondern es sollte zwar einer Kulturinstitution angemessen und auch präsent sein, aber es sollte eben auch irgendwo im Hintergrund sein, weil in diesem Haus sollen Proberäume untergebracht werden. Es sollen vor allem neue Räume, die dringend notwendig sind für unsere Bildungs- und Vermittlungsarbeit, untergebracht werden. Und wir wollten ein Open House für das 21. Jahrhundert sein oder errichten, das offen für eine Stadtgesellschaft ist und das auch neue Orte der Begegnung schafft. Das war uns auch besonders wichtig. Darüber hinaus wollten wir natürlich die Proben und Arbeitsräume verbessern, gute Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. Und wir wollten ein Gebäude schaffen, das auch so gebaut ist, dass es energieeffizient und nachhaltig ist. Kader Wittfeld Architekten haben mit ihrem Siegerentwurf nicht nur all diese komplexen, funktionalen Aufgaben gelöst, sondern haben auch noch die Identität der Komischen Oper miterfasst. Die haben sozusagen erkannt, für was die Komische Oper steht. Die Komische Oper steht für Vielfalt, steht für Innovation, steht für hohe Qualität im Musiktheater und all das schafft dieses Gebäude des Erweiterungsbaus. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden, bei allen Architekturbüros für ihre Beiträge und bedanken uns natürlich speziell bei Kader Wittfeld Architekten für ihren Siegerentwurf, der wirklich großartig ist und wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.